Gar nicht, was das hier nochmal ist.
Trailer anschauen. Ach nee, muss jetzt nicht sein. Ja, ansonsten guckt man eben immer, was es so Tolles gibt in der Zeitung. Hier beispielsweise, sowas ist natürlich immer gefragt, also Schrauben, Bretter und so weiter, damit man halt sein Silo, also die Kapazität erhöhen kann. Ja, ansonsten findet man hier manchmal solche Kisten. Manchmal gehen sie auf, manchmal nicht. Dann braucht man 3 Diamanten, um sie zu öffnen. Das lasse ich jetzt mal lieber. Ich habe hier 64 Diamanten, aber ja, muss nicht sein. Vielleicht braucht man die nochmal für was anderes. Und ja, wir sehen, der Lieferwagen ist auch schon wieder da und hat uns unser Geld und unsere Punkte quasi mitgebracht. Was möchte die? Nein, sorry. Gibt's nicht. Ja, ich habe jetzt 1119 Münzen, das steht da oben rechts. Und wir könnten theoretisch noch ein Schwein kaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer die waren. 500 Euro. Oder beziehungsweise Münzen. Ja, weiß nicht. Ich lasse das auch mal lieber. Muss nicht sein. Ist auch immer ganz cool zu sehen, wie die anderen Spieler so spielen, beziehungsweise wie die Farm aussieht. Hier auch jemand in Level 11 beispielsweise und seine Farm sieht halt ganz anders aus. Gut, man kann die Objekte halt so platzieren, wie man möchte. Man kann auch lange da draufklicken und das dann an eine andere Stelle eben platzieren. Wir sehen jetzt hier, dass die Kühe gemolken werden möchten. Dann nehmen wir hier den Eimer und gehen da einmal so drüber. Und dann füttern wir die Kühe danach auch wieder. Und dann dauert das eine Stunde, bis ja, die Milch wieder ready ist. Sie möchte Möhren. Ja, das kann sie ruhig haben. Und jetzt sehen wir, dass ich hier einen Erfolg freigeschaltet habe. Verkaufe Kunden 8-mal Ware. Dafür gibt es dann auch eine Belohnung. Ein Diamant und 25 Punkte quasi. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und ja, ist auf jeden Fall super. Ich baue hier immer gerne Weizen an, weil das am schnellsten geht. Und dann tut man das einfach in den Straßenverkauf und hofft, dass es halt jemand kauft. Meistens ist das auch der Fall, nachdem man es dann inseriert hat. Und ja, so sieht's aus. Also hier ist auf jeden Fall noch viel Arbeit. Also ich muss hier noch einige Bäume abholzen. Hier gibt es dann noch so eine Mine. Und ja, da kriegt man dann noch Metalle und Diamanten. Und ja, aber erst ab einem höheren Level. Wir sehen, hier ist nochmal brauner Zucker fertig geworden. In die Warteschlange tun und Butter. Butter machen wir auch nochmal. Und wir sehen wieder, dass ich hier was losschicken kann mit dem Lieferwagen. Entweder das oder das. Hier gibt es beispielsweise höhere Levelpunkte. Bei dem unteren sind es halt auch 4 braune Zucker, die benötigt werden, aber geringere Levelpunkte, aber ein bisschen mehr Geld. Wir machen jetzt mal das hier oben. Und ja, sehen, dass wir die nächste Bestellung auch direkt machen können gleich. Und die Hühner, wir sehen hier, die sind so ein bisschen dicker, sag ich mal. Die, also da sammeln wir die Eier jetzt mal ein und können sie danach dann gleich auch wieder füttern. So, alle wieder gefüttert, super. Jetzt kriegen wir hier die Punkte und wir sehen, erstmal das. Fährt der Lieferwagen einmal kurz ums Eck und kommt dann direkt wieder. Hier ist Popcorn bereits fertig und noch dieses Maisbrot. Das machen wir auch nochmal. Und Popcorn machen wir hier nochmal. Jetzt habe ich hier irgendwas vom Farmpass erreicht. Das kannte ich noch gar nicht. Also damals, als ich das noch gespielt habe, da gab es das noch gar nicht. Ja. Aber hier kann man halt auch Belohnungen dann einsammeln.
Okay, also haben wir das einmal bekommen, dann zwei Schrauben und noch ein bisschen Geld. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ja, pflanzen wir wieder mal Weizen. Den Rest packen wir hier rein, inserieren das und hoffen natürlich, dass es irgendwer kauft. Hier brauche ich zum Beispiel noch Eier. Sehen, dass jemand auch den Weizen gekauft hatte. Also, ja, es kaufen schon Leute. Ist natürlich nicht das, was man unbedingt braucht, weil Weizen ist halt so das, was man halt am einfachsten herstellen kann. Und sehen wir, dass ich jetzt einige Bestellungen auf jeden Fall wieder losschicke.
wirklich so ein Farmleben hier. Schreibt auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr das spielt oder was ihr sonst so spielt. Und jetzt sind wir im nächsten Level. Wir sehen, ich habe hier ein paar Dinge bekommen. Eine Futtermühle, eine Axt, das Hühnergatter, den Käse, Laterne, Schubkarre und einen Diamanten. Also super. Ich glaube, wir gucken uns das mal an. Ich kann jetzt auf jeden Fall noch ein Hühnergatter hier anbauen, sozusagen. Ja, wo machen wir das am besten? Machen wir das mal hier hin. Und noch eine Futtermühle brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich brauche noch Hühner. Ich habe gerade kein Hühnerfutter, da muss ich hier das erstmal einsammeln. Dann kann ich die Hühner füttern. So. Und dann können wir direkt hier noch Hühnerfutter erstellen. So, und den Weizen jetzt ernten. Jetzt gab es nichts irgendwie als Bonus dazu, voll schade.